Schönen guten Tag, liebe Traderinnen und Trader. Mein Name ist Christian Schlegel und Sie schauen diesen kleinen Clip, in dem es um L'Oréal geht. Habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Sehr, sehr interessante Aktie und vorhin liegt der Chart seit 5 Jahren, seit dem 7.11.2014. Ich benutze in diesem Fall das Tool der Hypovereinsbank One Markets und möchte mit Ihnen mal durchgehen, was man im Moment bei der L'Oréal sehen kann. Zunächst mal, die Zahlen kommen erst am 6.2. nächsten Jahres nach Börsenschluss und die HV ist erst am 21.4. L'Oréal ist eine sehr stabile Aktie, insbesondere seit 2 Jahren. Wir sind kurz vor Weihnachten. Ich wüsste nicht, warum das L'Oréal nicht helfen könnte, aber ich bin keiner, der Saison-Trades macht. Aber es sollte auf jeden Fall mal nutzen, auch für L'Oréal, dass wir Weihnachten vor der Tür haben. Jetzt gehen wir mal hier in dem schönen Tool ein bisschen weiter vor, sodass wir den Chart besser sehen können. Hier hat L'Oréal Zahlen bekannt gegeben, die insgesamt hervorragend waren. Der Kurs stieg von 245 mehr oder weniger an einem Tag auf 265, fast 270. Und da möchte ich gerne ansetzen. Zum einen ein bisschen edukativ. Sie sehen also, dass Sie das Bollinger Band so eine Art Ei gebildet hat und in dem Moment, in dem das der Bewegung entgegengesetzte, also in diesem Fall untere Band, die Richtung ändert, ist diese Aufwärtsbewegung, das Momentum ist erstmal vorbei. Das ist sehr, sehr oft zu sehen. Das ist hier der Fall. Ob der Wert dann korrektiv geht oder nur leicht seitwärts, kann Ihnen das Band nicht sagen. Auffallend ist in diesem Fall, dass wir von diesen sogenannten Fibonacci Retracements, das heißt, ein Wert bewegt sich und dann darf er korrigieren, fast bis zu diesem 61er Level gefahren sind. 61,80, der befindet sich bei 247. Ganz kurz vorher haben wir nochmal den Dreh bekommen. Ich nehme die Fibos raus, damit die den Chart hier ein bisschen vereinfachen können. Interessant ist also hier dieses Gap. Ich gehe mal mit dem Faden kurz drauf. Dieses Gap hier vom 29.10., da war der Schlusskurs 244,60. Das ist hier. Und der ist jetzt leicht unterhalb der 200-Tage-Linie. Das ist diese schwarze Linie hier. Das wäre also durchaus noch das Potenzial. Das darf der Wert auf jeden Fall machen, dieses Gap schließen. Aber er muss es nicht tun. Muss er überhaupt nicht. Ich finde, dass die technischen Indikatoren insgesamt recht positiv sind und der Wert tendenziell eher mehr Potenzial hat als Risiko, auch kurzfristig. Bestätigt wird meine Meinung, wenn wir diesen kleinen Downtrend, den wir hier haben seit dem 31.10., wenn wir den bei rund 258,54 nach oben mit Schlusskurs, das ist ganz wichtig, verlassen. Mit Schlusskurs deshalb, Sie sehen es zum Beispiel hier, wir gehen ab und zu mal über diesen Trend, hier zum Beispiel oder hier. Aber es ist wichtig, dass der Wert drüber schließt. Der darf also nicht irgendwo drüber gehen und darunter schließen. Deswegen durchaus mal die Geduld haben, zu warten, ob wir zum Schlusskurs über die 258,5 gehen. Die Wahrscheinlichkeit, wenn wir zum Beispiel um 16 Uhr schon bei 260 sind, ist relativ groß, dass er das dann an diesem Tag macht. Jetzt schauen wir uns mal die Derivate dazu an. Dazu gehen Sie auf den Wert. Hier rechts, Sie gehen auf die Derivate-Box. Wir reden hier nur über die K.O.-Scheine. Und dann hole ich Ihnen jetzt mal hier einen hier runter, dass wir einen haben. Ich finde, L'Oréal ist kein Wert, oder vielmehr, ich hätte jetzt nicht den Mut, hier nur ganz kurz drunter zu gehen, über die 248. Das wäre selbst mir zu heiß. Ich möchte eigentlich hier unterhalb der 200-Tage-Linie sein. Und da habe ich vorhin schon ausgerechnet einen Hebel von 14, beziehungsweise in diesem Fall 16 sogar. Das ist eine Basis 240,84. Ich mache Ihnen mal das Fadenkreuz hin. 240,84. Das sind wir genau hier. Wir sind unterhalb von diesem Gap. Wir sind unterhalb von der 200-Tage-Linie. Das ist ein Open-End-Schein von der UniCredit. Und der hat die Kennnummer HZ4. JY7, HZ4, JY7. Der kommt für mich in Betracht, wenn wir die 258,5 nach oben mit Schlusskurs überbieten. Für den Fall, dass der Wert es nicht schafft, diesen Trend hier rauszunehmen und meine Ansicht oder Interpretation der technischen Analyse falsch ist und der Wert diesen Bereich hier von der 248 und gleichzeitig noch diesen Bereich von dem Gap unterbietet,
muss ich davon ausgehen, dass der Wert sein Hoch für mehrere Wochen und Monate gesehen hat und tendenziell eher wieder in den Bereich 230, 220 fällt. Ich denke, dass die Chancen dafür nicht so gut stehen und der Wert eher ein bisschen mehr Potenzial als Risiko hat, aber ich muss auch damit rechnen, dass der Wert durchaus fallen kann. Und dann gibt es diese Verkaufsoption hier. Es ist ebenfalls ein unlimitierter Schein, Basis 272,11. Da sind wir also noch hier drüber. Man kann auch einen nehmen, der ein bisschen tiefer ist. Sie sehen das hier auf dem Schein, 266er, wäre mir allerdings momentan auch zu heiß bei Loyal. Diese 272,11 kommt also in dem Fall erst zum Tragen, wenn wir unter dem Bereich von 248 gehen und schließen. Idealerweise noch hier unter diesem Gap, also 245. Das wäre noch schöner. Das ist die Kennnummer HX8. EM2, HX8 EM2, 272er Put. Ich wünsche Ihnen ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.